Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Witcher. Ich habe lange darauf gewartet, dass es regnet. Ich stand wirklich die ganze Zeit da und habe gewartet, bis es geregnet hat. Es dauerte Ewigkeiten. Ja, das ist gut. Jetzt! Ich dachte, wir würden einen Schaden machen. Gut, das kommt mir nur so vor. Es dauert seine Zeit, aber es geht. Oh. Gut, Schwalbe. Ich muss ein bisschen rumlaufen. Wir haben kein Schutzschirm mehr. Danke. Unsere Schwalbe heilt nicht so schnell, wie ich es gern hätte. Schaffen.
Nein, wir haben es doch gleich geschafft. Ja, wir haben es gleich geschafft. Okay. Geschafft. Braucht nur noch das letzte Sephira-Dingens. Wir haben es geschafft. Unglaublich, aber wow, wir haben es geschafft. Gut, was haben wir sonst noch so für Quests? Aha, Berenga. Ja, okay, das verlorene Lamm. Ja, wird aber nirgends angezeigt. Die Monolithen. Ja, aber da fehlt uns einer noch. Ich denke, Shani schuldet mir noch was. Sieg über Butterhorn. Ich höre zu Azad. Ja. Gerüchte. Ja. Gesucht nach Gerüchte. Boxfleisch. Okay. Sind wir vertraulich? Nein. Ah, mysteriöser Turm. Landungssteg? Okay, wir müssen zum Landungssteg. Warum auch immer, hier haben wir ja alles. Fern. Wir locken die hier an. Wow! Das ist mega! Wow! Der Flink ist... Das ist der flinkeste Blut, den man nie gesehen hat. Sonst haben wir alle getötet, nur dass es nicht viele XP bringt. Gut. Andererseits, wir müssen gar nicht zum Stehen gehen. Wir können von Macht hier benutzen. Drei Frauen. Es erinnert mich an etwas. An seinem Fuß befindet sich ein Altar. Ja, zu Kalksteins Laboratorium wollen wir. Ja, man muss es ja noch selbst absägen, sozusagen. Gut. Der alte Kauz ist nicht hier. Vielleicht oben. Da schläft er ja auch. Ja, reden wir. Bereits gelesen. Nicht gelesen. Okay. Zum Haus des Detectives Raymond?
warum ist es hier Nacht angezeigt? Also, hier haben wir doch alles schon erkundet. Seltsam. Vielleicht ist eine Buche, sonst nichts Wichtiges. Illusionist? In diesem Falle? Hallo, eine Eier, Junge. Bist du also ein Illusionist? Hey, Soldat! Ihr könnt sicher gut mit dem Schwert umgehen. Was gibt's? Hört, kurz vor dem Krieg habe ich Familienerbstücke und ein paar andere Wertsachen in den Kloaken versteckt. Und jetzt... Wollt ihr einen Fremden anheuern, um sie wiederzubekommen? Ist das euer Ernst? Wenn ihr mich ausrauben wolltet, wärt ihr ruhig geblieben. Ich kenne euch nur zu gut. Ich habe euresgleichen im Krieg gesehen. Der Tod war ihr ständiger Begleiter. Wie lautet jetzt der Plan? Ich sah Eindringlinge. Ich würde mein Leben aufs Spiel setzen, wollte ich das Versteck erreichen. Aber ihr könnt alles behalten, wenn ihr mir nur den Familienring zurückbringt. Warum ist dieser Ring so wertvoll? Familienangelegenheiten. Nicht weiter interessant für euch. Mit dem Ring komme ich zu meiner Erbschaft und das ist das wahre Vermögen. Erzählt mir mehr, aber wisset, ich töte keine Menschen. Geduld. Ich bin noch nicht fertig und ihr zieht schon voreilige Schlüsse. Untote treiben sich bei meinen Habseligkeiten rum. Ich will nur meinen Ring wieder haben. Also gut, und ich behalte alles außer dem Familienring? Gut. Und ich behalte alles außer dem Familienring? Genau. Da sind so einige Wertgegenstände in der Kiste. Gehört alles euch im Tausch gegen den Ring. Dieser Schlüssel öffnet das Tor in den Kloaken. Wo genau kann ich dieses Versteck finden? Geht in die Kloaken und sucht nach einem Tor, links vom Eingang. Mein Schlüssel sollte passen. Dahinter findet ihr die Gruft, wo ich die Truhe versteckt habe. Und wo finde ich euch, wenn ich zurückkehre? Ich werde jeden Morgen hier warten, bevor ich mein Tagwerk beginne. Okay, gut. Das gibt XP und Geld. Und hier sind die Monster nicht gerade dafür bekannt, die stärksten auf Erden zu sein. Ich glaube... hier oder da? Ja, du bist ein Witz. Komm damit klar. Kein Interesse an dieser Schlacht mehr. Na komm. So, genug getötet. Gerade das geöffnet. Okay, was haben wir da? Stäbe, ein Ort der Macht. Wo geht's hier lang? Aber zuerst müssen wir uns um den Dach kümmern. Okay. Wir speichern aber, bevor wir da durchgehen. Abgeschlossen. War eigentlich klar. Gut, gut. Ort der Macht. Ein Ghoul. Zwei, aber kein Ding. Okay.
Okay, hier ist es Nacht. Dann war das hier der falsche Weg. Oder? Ja, sieht ganz so aus. Dann gehen wir also wieder zurück und gehen von rechts. Oh ja. Kein Interesse an solchen Gewürmen. Oh ja. Blumenschimmel und anderes Zeug, aber. Da, Gitterstäbe. Fackel. Und hier? Abgeschlossen. Ah ja. Was sind denn Banditen? Kommt nur her, ihr zwei kleinen Biestern hier. So, wir speichern mal. Lassen wir das mal weg. Und gehen da vorne hin. Wir speichern nochmal. Nur um sicher zu gehen. Gitterstäbe. Abgeschlossen. Das ist ein Privatgrundstück. Ach ja? Wo geht's rund? Verschwindet. Was befindet sich hinter dem Gitter? Das geht euch nichts an. Verzieht euch. Wieso seid ihr in der Kloake? Wieso seid ihr in den Kloaken? Wir sind Rattenfänger. Und jetzt verpisst euch! Ihr habt hier nichts verloren. Geschlossen? Verschwindet! Ich muss pissen. Habt ihr nicht gehört? Bis später. Das ist ein Privatgrundstück. Hä? Moment. Das ist ein Privatgrundstück. Ja. Wo geht's rund? Verschwindet! Geschlossen. Es ist bei... Moment. Ja, gut. Schlüssel auf der Karte anzeigen. Direkt beim Eingang. Super. Haha. Machen wir hier den Lanz. Eieiei. Okay, gut. Langweilig. So. Aber wir waren doch schon mal da. Also vorhin. Da ging es doch nicht, oder? Tot ist er. Noch einer. Ja, jetzt geht's. Ist das Katze? Nein, Schnellsturm. Haben wir überhaupt noch Katze? Weil, bekannte Kraut. Verdammt, nein, haben wir nicht. Okay, scheint ziemlich finster zu sein.
sagt euch sie eigentlich so gut wie nichts. Was war das? Okay, der hält nicht gerade wenig aus. Ja, und wir sind in einer Sackgasse gelandet. Und das ohne Trank. Oder besser gesagt, ohne Katze. Ah, da noch einer. Und tot ist er. Aber weil die neu sind, werde ich sie eigentlich looten. Das ist der Ausgang. Wir gehen einfach, solange wir noch irgendetwas erkennen. Es ist zwar nicht viel, aber ich glaube, geradeaus geht es nicht. Also gehen wir hier mal lang. Okay, da vorne ist eine Feuerstelle, wir können die Katze machen. Gut, und los geht's. Na komm, jetzt bist du der Letzte. Perfekt. Wir können eigentlich gar nichts ziehen, aber das ist besser als... Okay, wir haben den Familienring. Schon wieder ein Wildschwein. Aber okay. Alchemie, Golemherz. Ah, es fällt ein Trank. Wir haben kein Alkohol mehr. Scheiße. Ja, das kommt davon, wenn man sein gesamtes Alkohol verschwendet. Dann bringt es auch nichts, hier zu meditieren. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir gleich da vorne geradeaus gehen. Also, es wurde alles erwartet. Ein Ghoul. Ja, ja. Hey! Noch ein weiterer Ghoul? Zwanpilz, 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 Überreste. Okay. Noch ein Ghoul. Wenn die Namen nicht wären, wären wir aufgeschmissen. Also gut, dann hier nach vorne abbiegen und dann gehen wir nach draußen. Da wartet ja ein gewisser Herr auf uns. Plus minus. Oder?
der ist im Moment nicht da. Ah ja. Okay, was haben wir hier im Korb? Nichts von Bedeutung. Aber angeblich soll hier der letzte... Nein. Seltsam. Das zeigt er doch eindeutig hierhin. An dieses Feuer kann ich mich nicht legen. Ist Johnny vielleicht. Ja, ja. Vielleicht ist die Johnny hier. Das heißt ja, wir können vielleicht einen Gefallen von ihr fordern. Okay, hier ist sie nicht. Dann ist sie vielleicht zu Hause. Wir werden sie ja sehen. Oh, da ist Sultan. Es regnet und es schüttet. Ich dachte, ich hätte Sultan gesehen. Da kommt die alte Vettel. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich euch eingeladen hätte. Aber kommt rein. Ich habe momentan keine anderen Gäste. Gäste? Gäste? Ich habe Geburtstag. Was habt ihr mir mitgebracht? Ich hatte ein Auge auf diese hübschen, goldenen Handschuhe geworfen. Hinaus! Einfach so in mein Haus zu stapfen. In Stiefeln! Womit habe ich... Aber... Ja, ja, okay. Sie hat heute Geburtstag. Heute fahrende Händler. Der hat goldene Handschuhe, oder? Was kann... Ja, ja. Ah. Nein! Familienring mit ihm. Okay, verkaufen wir das. Was? Gerade mal läppische... Silbernes Siegelring. Gut. Die alte Vettel werde ich dann dazu eins kaufen. Und wir können speichern. Wer weiter so in den Wolken? Kommt später wieder. Nein! Hat sie noch immer Geburtstag? Wo geht ihr denn hin? Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Sitzt in ihrem Zimmer, empfängt Gäste und bezahlt so gut wie keine Miete. Aha. Aha. Das arme Kätzchen. Ihre Mutter kann sich nicht einmal Essen für sie leisten. Und ich will ihr nicht geben, was diese Medizinerin isst. Davon wird sie vermutlich krank. Was? Hä? Aha. Habt ihr Erbarmen mit dem Kätzchen? Ja. Hinaus! Aber... Hä? Shani, komm, ich will mir an deinen Busen trösten. Shani! Ah.
Ist sie jetzt hier drin? Ich habe extra für die alte Vettel so teure Handschuhe gekauft und was ist der Dank? Nichts. Und Shani ist auch nicht da. Ich glaube, die Mächte des Bösen haben sich verschworen, um... Da ist sie ja. Kommt später wieder. Kann uns auch nicht weiterhelfen. Keinen Sinn, den Himmel zu verfluchen. Ja, ja. Gut, aber wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.